Hallo und herzlich willkommen bei Verborgene Wahrheit. Das heutige Video ist eine Art Zwischenstand, denn ihr wisst ja, ich bin gerade dabei, den Beitrag fertigzustellen zum Thema mögliche Risiken und gesundheitliche Folgen durch das Tragen der Maske. Bei der Ausarbeitung des Videos sind mir so viele Themen entgegengekommen und so viele wichtige Informationen, dass das wirklich für ein Video zu viel ist. Drum dachte ich jetzt, ich ziehe ein Thema raus und präsentiere es euch schon mal vorher. Einfach etwas, das sehr wichtig ist und das momentan auch sehr präsent ist. Und das ist natürlich die Umstellung von den Alltagsmasken auf die chirurgischen Masken bzw. FFP2-Masken. Und da ist nämlich wirklich etwas sehr, sehr Spannendes passiert. Ihr könnt euch sicher erinnern, dass ich euch im Dezember in dem Video schon mal gezeigt habe, dass auf den ganzen Schachteln von diesen Masken, von diesen Alltagsmasken draufsteht, dass sie nicht gegen sogenannte Viren schützen. Darunter war damals auch schon eine Schachtel von den chirurgischen Masken. Ich zeige euch das mal hier. Ich blende euch die mal ein. Schaut. Und schaut mal, was da draufsteht. Schützt nicht vor Covid-19 oder anderen Viren. Daran hat sich nichts geändert. Das ist immer noch so. Dafür gibt es inzwischen jede Menge Berichte, auch von Ärzten und so weiter. Also, das ist bekannt, dass diese Masken nicht vor Viren schützen. In dem Video habe ich euch auch das gezeigt, nämlich dass SARS-CoV-2 bei der Biostoffverordnung in die Risikogruppe 3 eingruppiert wurde. Und hier wird gesagt, dass für diese Gruppe, also Risikogruppe 3, FFP3-Masken das Mindeste sind, was eingesetzt wird. Also ihr seht hier FFP3 und hier unten steht Umgang mit Viren und Bakterien der Risikogruppe 3. Also keine FFP2-Maske, keine chirurgische Maske, keine Alltagsmaske, kein Schal, kein T-Shirt, nix. Mindestens FFP3. Jetzt hat mich jemand angeschrieben und gesagt, dass er die Tabelle so gar nicht finden kann. Und dann habe ich mich natürlich sofort auf die Suche begeben und ich habe sie auch wiedergefunden. Seht ihr hier, sie sieht ein bisschen anders aus. Das ist ja völlig okay. Hier unten steht auch noch Umgang mit Viren und Bakterien der Risikogruppe 3. Was aber jetzt das Spannende ist, schaut mal hier links. Da stand noch bei FFP2 Umgang mit Schimmel oder Bakterien der Risikogruppe 2. Das war im Dezember. Und jetzt im Januar, schaut mal, was hier steht. Umgang mit Schimmel, Bakterien und Viren der Risikogruppe 2, Risikogruppe 3 in Ausnahmefällen. Ist das nicht spannend? Ich habe natürlich gleich geschaut, ob sich vielleicht die Risikogruppe geändert hat. Aber nein, die Risikogruppe ist nach wie vor Gruppe 3 für SARS-CoV-2, also das ist geblieben. Jetzt kann man sich fragen, wenn die Informationen da schon ändern, können die dann nicht anderweitig mal abchecken, was im Internet sonst noch so zur Verfügung steht? Weil es gibt eben Menschen wie ich und wie viele andere auch, die recherchieren sowas und hinterfragen das. Oder geht man einfach davon aus, dass das so wenige Menschen tun und den anderen kann man einfach irgendetwas erzählen und irgendetwas, ja, sagen und die glauben es dann schon? Weil ich frage mich, wie kann es sein, dass plötzlich, und wie es der Zufall ja so will, unmittelbar nach der Entscheidung der Regierung von den Alltagsmasken auf die chirurgischen Masken bzw. auf die FFP2-Masken umzustellen, dass sich just in dem Moment die Informationen dazu im Internet verändern? Glaubt ihr an Zufälle? Es gibt noch eine andere Seite, auf der die FFP-Masken der Nutzung zugeordnet wurden. Hier die Firma Berner. Das wurde mir von jemandem zugeschickt. Vielen Dank dafür. Ich habe das selbstverständlich nachrecherchiert und ihr seht hier unten auch den Link dazu. Ja, ihr seht hier, schaut mal, Viren, Bakterien, Pilzsporen, FFP3-Maske. Also nicht FFP2 oder FFP1 oder irgendwas anderes. FFP3. Das heißt, FFP2 schützt nachweislich nicht vor Viren, Bakterien und Pilzsporen. Ich habe euch das hier rechts mal ein bisschen vergrößert, das seht ihr auch, steht bei FFP3. FFP3-Masken werden in Laboren beim Umgang mit Viren und Bakterien eingesetzt.
auch das RKI hat die Informationen zu den FFP2-Masken verändert. Noch im November hat das RKI davor gewarnt, FFP2-Masken ohne vorherige medizinische Untersuchung zu tragen. Und hier unten, ihr seht es, zum Einsatz von Schutzmasken im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 werden FFP2-Masken nicht zur privaten Nutzung empfohlen. Also das RKI hat von der privaten Nutzung von FFP2-Masken abgeraten. Im November. Just jetzt nach der Entscheidung, sie doch einzusetzen, finden wir auf der RKI diese Information natürlich nicht mehr. Jetzt finden wir da andere Informationen. Und ich habe euch nur mal hier ein paar Highlights rausgenommen. Da steht natürlich noch viel, viel mehr. Aber zum Beispiel auf die Frage, was muss bei dem Einsatz von FFP2-Masken bei Laien beachtet werden, steht bei der Anwendung von FFP2-Masken durch Laien als medizinische Maske, und das ist in Anführungszeichen gesetzt, muss sichergestellt sein, dass die individuelle gesundheitliche Eignung sichergestellt ist und der Dichtsitz und die korrekte Handhabung gewährleistet ist. Ja. Hat man euch das angeboten? Hat man euch gesagt, dass ihr jetzt erstmal eine medizinische Untersuchung bekommt, um rauszufinden, ob ihr die Dinger überhaupt tragen könnt? Wurde mit euch über die Handhabung gesprochen? Habt ihr eine Einleitung bekommen? Nein? Kennt ihr jemanden, der das bekommen hat? Auch nicht? Spannend. Also fassen wir mal zusammen. Die Regierung entscheidet plötzlich, dass diese Alltagsmasken, die jetzt fast ein Jahr lang getragen wurden, plötzlich nicht mehr ausreichend sind. Dass diese Dinger nicht vor Viren schützen, das haben so viele Menschen die ganze Zeit schon gesagt. Experten, Ärzte, Menschen, die sich damit auseinandergesetzt haben, die recherchiert haben, Menschen, die selbst denken, wache Menschen, sagen das die ganze Zeit schon. Aber die wurden ja diffamiert als Verschwörungstheoretiker, Schwurbler und so weiter, Maskenverweigerer, in eine bestimmte Ecke geschoben. Die Regierung hat gesagt, es ist völlig egal, was ihr euch vors Gesicht bindet. Ob es ein Schal ist, ob es ein T-Shirt ist, ob es eine Maske aus Baumwolle ist, ob es eine chirurgische Maske ist, völlig egal. Hauptsache kein Netz. Alles andere ist okay. Hilft, reicht. Reicht vor allen Dingen. Und es wurde immer gesagt, dass die Maske nur eine zusätzliche Funktion hat. Es wurde nie gesagt, dass die Maske das ultimative Mittel ist zum Schutz vor sogenannten Viren. Jetzt per Entscheidung sagt die Regierung plötzlich, nö, die reichen nicht mehr aus. Jetzt sind chirurgische Masken oder FFP2-Masken nötig, von denen wir wissen, dass sie ebenso wenig schützen. Habt ihr gesehen? Wo ist da der Aufschrei in der Bevölkerung? Ist den Menschen wirklich nicht aufgefallen, dass sie jetzt fast ein Jahr lang belogen wurden? Dann, plötzlich, was für ein Zufall, verändern sich die Informationen auf den Internetseiten zu diesem Thema. Plötzlich werden FFP2-Masken neue Nutzungsmöglichkeiten zugeschrieben. Das RKI verändert die Informationen auf seiner Homepage. Nach der Entscheidung, dass auf die Masken umgestellt wird. Sollte sich da nicht langsam mal jeder fragen, was läuft hier? Wie hat die Regierung ihre Entscheidungen getroffen? Auf welcher Basis wurde entschieden? Würden wir nicht erwarten, dass in einer angeblich so schlimmen Pandemie die Regierung ihre Entscheidung auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen trifft? Also, dass erst die wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen und die Regierung daraufhin ihre Entscheidungen trifft, abgestimmt auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse? Wurde politisch oder wissenschaftlich entschieden? Ging es um Evidenz oder Kalkül oder Willkür? Angela Merkel hat ja gesagt, dass ihre Entscheidung zum Lockdown keine wissenschaftliche war, sondern eine politische. Was von dem hier trifft dann zu?
und zwar hinsichtlich aller Maßnahmen. Evidenz oder Kalkül oder Willkür? Sieht es hier nicht eher so aus, als ob die wissenschaftlichen Erkenntnisse an die politischen Entscheidungen angepasst wurden? So nach dem Motto, was nicht passt, wird passend gemacht? Und wenn das stimmt, was bedeutet das? Sollte sich nicht auch spätestens an dieser Stelle jeder fragen, was soll die Maske überhaupt? Warum soll die Maske getragen werden, die nachweislich nicht vor sogenannten Viren schützen? Welche Bedeutung hat die Maske wirklich? Und fragt doch mal die Menschen in eurem Umfeld, die Liebhaber der Maske und die Maßnahmenbefürworter, wie es ihnen damit geht, dass sie jetzt fast ein Jahr lang über den Tisch gezogen wurden und belogen wurden, was die angebliche Wirkung der Alltagsmasken besagt. Wie geht es ihnen jetzt damit, dass plötzlich sich Informationen verändern? Schwupp, sind sie anders. Wie erklären Sie das? Und wenn Sie zu euch sagen, da haben sich bestimmt die Erkenntnisse geändert, dann bittet Sie doch einfach mal, euch genau diese Erkenntnisse offenzulegen. Fragt Sie, wo habt ihr die her? Auf welcher Basis begründet ihr eure Einschätzung? Welche Studie ist das, die ihr gelesen habt? Und wo steht das in der Studie? Und ihr werdet feststellen, da kommt nichts. Viele andere Menschen, die ganze Zeit schon gemerkt haben, dass da was nicht stimmt und die auch ihren Zweifel an der Wirksamkeit der Maske hatten, die haben die Maske trotzdem weitergetragen. Die Frage ist, warum? Warum tragt ihr eine Maske, die nachweislich nicht schützt? Und wenn ihr das andere Video noch seht, das ich in Arbeit habe, die sogar eher das Gegenteil bewirkt. Ja. Zum Abschluss möchte ich euch noch etwas zum Schmunzeln bringen. Schaut mal hier. Die Geschichte der Alltagsmaske. Ein bisschen Humor muss sein. Ja, das war's für heute zu dem Thema. Das nächste Video ist bereits voll in Arbeit und auch bald fertig. Und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe.